Flugreisen sind für mich eigentlich immer eine sehr bequeme Art und Weise, von A nach B und das möglichst schnell zu kommen. Deswegen sehe ich nicht ein, dass alle möglichen Fluggastdaten über mich als Flugreisende gespeichert werden sollen. Ich verstehe nicht, wozu das dienen soll, und ich habe eher ein mulmiges Gefühl dabei, wenn mir bei Schritt und Tritt auf die Finger geschaut wird, wenn geschaut wird, was ich zum Beispiel auf dem Flug esse. Oder mit wem ich reise, mein Name, meine Adresse natürlich sowieso, die Kartenzahlung, Kartennummer vielleicht, dann mögliches Gepäck, was ich aufgegeben habe und viele weitere, bis zu 60 Einzelinformationen gespeichert werden. Gespeichert wofür, frage ich mich. Und gespeichert auf 5 Jahre auf Vorrat. Das ist nicht in meinem Sinne. Deswegen fordere ich das Europaparlament auf, über die Fluggastdatenspeicherung nachzudenken und dagegen zu stimmen, gegen die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten.